Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert. Weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört. Ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie wäre voll lauter frei. Hallo, herzlich willkommen in Innsbruck. Ich bin Stefan und ich möchte gerne heute einen kurzen Brief vortragen. Es war der Beginn vor 2,5 Jahren der sogenannten gesammelten Briefe in die Freiheit. Es ist mein bescheidener Versuch gewesen, meinen Beitrag zu leisten zu Frieden, Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gemeinsamkeit. Diese Briefe, wie gesagt, mein Versuch, habe ich an die ganze Welt, an alle Movers und Shaker in dieser Welt 100.000 Mal rausgeschickt. Mein bescheidener Versuch, einen Beitrag zu leisten, dass es endlich losgeht. Wenn diese Briefe, diese gesammelten Briefe in die Freiheit interessieren und auch, was ich glaube, entdeckt zu haben über die tatsächliche Bewegung unserer Erde bzw. der Erdachse und was das für uns hilft, für physikalische Konsequenzen etc. etc., kann man alles im Link unten nachschauen, nachlesen, wen das interessiert. Heute möchte ich diesen kurzen Brief vortragen. Damit hat alles angefangen. Mein Aufruf, oder wie wir in Tirol sagen, Manda Zeit. Für euch Deutsche, Männer und Frauen, es ist Zeit. Okay. Welcome to freedom. Brüder und Schwestern, wir sind Eingeborene, Aboriginals, kurz Menschen, und bilden gemeinsam die Bewegung zum Werden und zur Erfreiung des Lebens, welche sich gegen sämtliches positives Recht erhoben hat. Wir haben uns das Brett vom Kopf heruntergerissen, um mit der Flamme von Güte, Einsicht und Entschlossenheit daraus eine Fackel der Weisheit gemacht, welche leuchten soll zum Wohle aller aufrichtig beteiligten Wesen in diesem unseren lebendigen Traum. Wir sind Krieger, wir sind Wissende und Zauberer, wir sind Seher und Seherinnen, und unsere Absicht erwächst aus den Tiefen von innerer Stille und Makellosigkeit, geleitet von Integrität und der Kraft höchst selbst, ist uns das Schauen zuteil geworden. Zu erkennen, dass wir längst alle verbündet sind, immer schon im ewigen freien Werden dieses lebendigen Traumes. Man kann diese edelste aller Einladungen nun voller Freude annehmen oder weiterhin versuchen, eine Ewigkeit zu trotzen, um nach dieser Ewigkeit zu erkennen, dass man statt als Stardust, als Sternenstaub, wie eigentlich vorgesehen, als Space Dust, als Raumstaub, nach Hause zurückgekehrt ist, sprich gar nicht. Sprich absolut nicht und niemals gewesen zu sein. Nicht einfach vergessen vom lebendigen Kosmos, nein, vom Leben höchst selbst in das Nie-Gewesen-Sein geworfen. Wir sind die Letzten einer Generation von Männern und Frauen, denen kollektiv anvertraut wurde, die Beschützer und das Herz unserer Völker zu sein. Brüder und Schwestern. Es ist die Stunde der Würde, des Seins. Es ist die Stunde, um zu schauen, um uns selbst anzuschauen. Ohne Scham und ohne Furcht. Es ist die Stunde des Kampfes. Öffne dein Herz, Krieger und Kriegerin.
Bereite deine Füße vor, die dir gegeben wurden. Öffne deine Augen und deine Ohren. Sei aufmerksam. Werde wieder zu unserem gemeinsamen Wort. Du wirst nicht mehr nur du sein. Jetzt bist du wir. Geh jetzt. Geh durch das Land des anderen. Geh und sprich. Nimm jetzt unser Gesicht, nimm jetzt unsere Stimme und geh mit unserem gemeinsamen Blick, mach dich zu unserem Gehör, um den Worten der anderen zuzuhören. Du wirst nicht mehr nur du sein, jetzt bist du wir. Geh von den Bergen runter und such die Farbe der Erde in dieser Welt. Denn jetzt wirst du nicht mehr nur du sein. Jetzt sind wir endlich wieder zusammen. Danke. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Schöne Grüße aus Innsbruck. Die Politiker erinnern sie, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer. Ha, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon immer. Nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love. Ganzen Differenzen auf